Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr mich eingeschaltet habt. Keller. Ja. Neues FIFA 17 Battleship Wager-Ründchen. Ja, meine Freunde, heute ist eine bisschen speziellere Folge, denn der Gast ist noch nicht ganz so groß in dem Falle. Ja, also es werden einige von euch, denke ich mal, den jungen Mann noch nicht kennen. Ich habe mir ein paar Streams von dem jungen Kerlchen angeguckt und dachte mir, komm, ich bin schon jetzt so groß, also möchte ich auch was zurückgeben. Ja, herzlich willkommen, Max. Optimöse, ja. Moin und Servus Leute, ich bin Optimöse Gaming und ich freue mich erstmal mega hier auf dem Kanal sein zu dürfen. Kein Thema, immer wieder gerne, mein Junge. Ich habe ihn gesehen, ist ein sympathisches Kerlchen. Nehmt es ihm nicht krumm, wenn er nervös ist oder wenn er sich vielleicht gleich verzählt, ja. Chillt, Jungs, chillt, kann ich dazu nur sagen. Wir haben heute kein wirkliches Motto. Wir müssen mindestens zwei Special-Karten im Team haben, da Max eigentlich PlayStation-Spieler ist in dem Fall, wir aber heute auf Xbox spielen. Deswegen haben wir es so gemacht, ja, im Prinzip gehopst wie gesprungen, Freunde. Like-technisch auf diese Folge ist mir das heute sowas von scheißegal. Geht rüber, der Link ist unten drin, ja, von Max, von deren oder von seinem Kanal. Seht zu, dass ihr da die Abo-Glocke ballern lasst, ja. Ich möchte jetzt hier was sehen, wie viel Video ihr auf dieses Video, wie viel Likes ihr auf dieses Video hier in dem Falle macht. Ist mir im Prinzip hier heute komplett Furz. Seht zu, dass der junge Mann 10.000 voll macht daher. Ich möchte was sehen von euch. Die Gang ist am Start. Wir knallen jetzt die Spieler auf die Bank und würde sagen, dann gehen wir rein. Übrigens, du hast meinen Namen falsch gesagt, aber ist egal. Mike, ja, jetzt wird's das. Ist egal. Komm aber mal, regel ich gleich. Regel ich gleich. Zweiter Name. Hat doch auch was. Der Max Mike hier. Stimmt, jetzt wird's das. Komm ich denn auf Max? Keine Ahnung. Damit ist das ganze Gemüse auf der Bank und habe ich gerade gesagt, nehmt es dem jungen Mann nicht krumm, wenn er nervös ist. Der heißt nicht Max, der heißt Mike. Warum ich hier Max sage, ist mir ein absolutes Rätsel, Freunde. Ja? Und deswegen darf der Mike jetzt auch gerne anfangen und die ersten Zahlen für den Sturm nennen. So, dann hätte ich gerne mein Verderben. Im linken Sturm die Nummer 8. Dann im Sturm. Warte. Die 8? Jo, die 8. Okay. Im Sturm die Nummer 4. Und rechter Sturm die 11. Ja, also die Serie reißt einfach nicht. Ich habe immer einen Innenverteidiger im Sturm. Warum das so sein muss, ich weiß es nicht, Freunde. Aber naja, wir schauen mal. So, wir machen weiter. Dein linker Stürmer, da gehe ich hier mit der 11. Vorne in die Spitze packen wir mal die 1. Mhm. Und rechts die 7. Mhm. Sieht gut aus, oder bei dir? Oder geht's? Belassen sieht's aus. Dann machen wir weiter mit den ZMs und jetzt kann getroffen werden, Freunde. Ja? Jetzt kann getroffen werden. Das sind die heißen Positionen. So. ZM hätte ich gerne die Nummer 5, also im linken. Ja. In der Mitte die Nummer 2. Ja. Und die Nummer 3 im rechten. Okay. Ich habe jetzt meinen Spieler ZM hier, aber ich habe ihn also nicht umgeformt. Also. Ja, wenn er da vorne stand, dann wird das schon hinhauen. Ja. Ja, alles klar. Dann pack du mal die 8 ins linke ZM. Mhm. Die 2 mittig. Ja. Und die 12 rechts. Okay. Dann machen wir weiter mit der Verteidigung, Freunde. Verteidiger hätte ich gerne die 1. Ja. Dann in der Mitte die 9 links. Die 10 gleich rechts. Ja. Und in Rechtsverteidigung die Nummer 12. Ach du Scheibenkleister, du. Hm. Puh.
Ja, dann machen wir mit dir auf der linken Verteidigerposition die 5. Mhm. Linker IV die 3. Mhm. Rechter IV die 4. Ja. Und rechter Verteidiger die 10. Okay, gut. Ja, dann haben wir jetzt noch den Torwart. Im Tor hätte ich die 7. Alles klar, und bei dir die 9. Okay, gut. Bei mir ist nur noch der Bronzespieler außen. What? Das gibt's ja doch gar nicht, Alter. Und mein komplettes Mittelfeld steht richtig. Plus ein Innenverteidiger. Du hast 4 Gamechanger, willst du mir erzählen? Ja. Und ich dachte, ich wäre mit meinen 2 hier schon richtig gut on point. Ich starte schon mal ja gut hier. Ellie ist bei mir nicht im Team. Ach du Scheibenkleister. Diese Serien sind bei mir echt verflucht. Also für mich selber. Quasi wie wenn eine Mausefalle baut hier an der Stelle. Freunde, wir nutzen unsere Game Changer und sehen uns dann gleich im Spiel wieder, würde ich sagen. Bis gleich. Hey, hey, hey. Deine ganze Verteidigung steht ja. Und mein ganzes Mittelfeld. Nur der Sturm ist vertauscht. Oh, moin. Oh, schön, schön. Lang, lange. Oh. Ich sitze zu tief, Alter. Oh, ja. Ich komm nicht rein, ne? Das ist der Wahnsinn, Alter. Hallo! Hallo! Ja, sind die am Pennen hier? Weißt du, was eigentlich hört mir gefälligst zu, du Arschloch? Wenn 2015 einer euch fragt, wenn er fragt, war da was mit Schmiergeld, dann sagt ihr gar nichts. Nix sagt ihr. Ihr haltet schön die Fresse, keiner weiß was. Und wenn euch einer fragt, dann macht ihr einfach ein blödes Gesicht. Hier, wieder Olli, hier guckt der Olli, da. Der macht ein super, schönes, blödes Gesicht, macht der Olli. Ein blödes Gesicht. Guck, da hörst du förmlich den Wind durchpfeifen, so blöd ist das Gesicht. Der ist natürlich auch leicht, der Olli, weil er eh blöd ist. Und jetzt raus und spielt. Komm, ey, wenigstens da rein, da. Nein, nein, nein. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Was macht der denn da, ey? Oh nein. Aber der Schiri, Alter, hat keine Lust da irgendwie zu pfeifen. Ist überhaupt auf dem Platz? Das gibt's ja gar nicht, ey. Ohne Regeln? Hammer Typ, ey. Aber hatte ich letztes Spiel auch schon. Da hat mich Simon 3-mal umgetreten. Der Schiri juckt einfach nichts. Ne, juckt einfach nichts, der Schiri. Son ist verletzt. Oh, und haut dann noch so ein Ding. Verletzt und macht so die Kiste, Alter. Was ist denn mit dem verkehrt, ey? What the fuck, ey? Sollte immer verletzt sein. Ja. Hello again, da bin ich wieder. Was ein Tor. Völlig sinnlos. Aber mal ohne Witz. Was ist das für eine Flugbahn? Guck dir das mal an. What the fuck, ey? Und verletzt auch noch. Ja, Roberto Carlos-like. Eieiei. Scheiße. Oh, ey. Schießt er hin? Abschluss, ey. Scheiße, Mann. Das war's, ey. Fuck. Alter, ich hab den safe klingeln gesehen, ne? Oh, leck, ey. Ich hab den safe klingeln gesehen. Noch aus der Hand gegeben. Ich find's, es ist extrem hart zu spielen. Ich meine, du hast sehr, sehr viele Leute auf deiner Position gehabt. Erste Halbzeit hatte ich keine Chance. Ja. Erste Halbzeit hatte ich überhaupt keine Chance. Dann hab ich das Spieltempo mal so ein bisschen rausgenommen, dann ging's. Aber es ist hart. Ich finde, es ist hart, wenn du nicht mal ansatzweise 4 Spieler auf der Position hast. Ja. Und dann die Spieler aus der Hand gegeben, ey. Ja, und ich kam mal endlich mal zurück. Ich kam endlich mal zurück. Freunde, wir sehen uns eben abstoßen. Einen darf ich. So, Freunde, und damit kommen wir zum Abstoßen. Ja, wie gesagt, ich hab's. Ich wollte die Serie eigentlich umbenennen. Wen stoße ich heute ab, aber. Aktuell. Ja, vielleicht komme ich wieder. Ja, wir schauen mal. Ich weiß nicht, Alter, wo kannst du was hinstellen? Ich habe eine Nachricht bekommen auf YouTube, eine Privatnachricht, die sagen mir Außenverteidiger. Ich nehme den rechten Verteidiger. Really, nigga? Oh, der bleibt stehen, das war's, Brosinski. Oh. Son wäre rechter Innenverteidiger gewesen, Henderson linker Innenverteidiger und Mané im Tor. Also alle zusammengestellt. Wer war linker Verteidiger? Eriksen, also auch nichts.
Ja, toller Tipp von meinen Abonnenten da. Ast rein, das war mal gar nichts. Ich hätte es auch gemacht, so. Mann, ey. Ja. Ich hier abstoßen kann ich noch nicht, das muss ich noch lernen, Freunde. Jetzt direkt rüber zum guten Mike, ja. Da haben wir nämlich auch noch eine Folge aufgenommen. Mhm. Und ja, seht zu, dass ihr da rüberkommt und die Likes bei ihm ballern lasst. Ja, und abotechnisch, wie gesagt, man muss auch mal den Kleinen was zurückgeben. Ich war selber mal klein, deswegen heute mal nicht mit irgendeinem gewohnten Bild hier auf diesem Kanal, sondern bewusst mit Mike. Er hat nicht gefragt danach, ja, das alleine sagt, denke ich, schon alles. Ja, ja, also ich habe ihm das angeboten und ja, ich überlasse dir hier das letzte Wort auf jeden Fall und ich bereite mich vor auf unser Game gleich. Also ich hatte es auf jeden Fall mega gefreut, dass ich auf dem Kanal sein durfte und das hat mir auch mega Spaß gemacht, die Folge. Und ja, deswegen lasst doch hier den Like-Button sprengen und dann wünsche ich euch viel Spaß auch bei meiner Folge. Haut rein. Ciao, ab, Leute. Rübergehen.